Würstel und Fleisch waren am Reutinger Weg ausreichend vorhanden. Die 1200 Zuschauer waren also bestens versorgt. Gegen Drittliga-Absteiger Burghausen legte die Tanzertruppe los wie die Feuerwehr. Wacker mit dem Ballverlust im Spielaufbau. Beppo Eibel mit dem klugen Pass auf Michael Pillmeier. Der vernascht seinen Gegenspieler und tunnelt am Ende auch noch Alexander Eibahn im Wackerkasten. Traumstart für den SVS schon nach 2 Minuten. Und Schalding wollte mehr. Die Gäste hatten Hälfte 1 kaum Zeit zum Durchatmen. Wieder ist Pillmeier durch, legt schön quer auf Michael Wirth. Ja, das hätte eigentlich schon das 2:0 sein müssen. Burghausens Coach Mario Demmelbauer musste vom Spielfeldrand hilflos mit ansehen, wie seine Männer überhaupt nicht ins Spiel fanden. In Hälfte 1 spielte eigentlich nur eine Mannschaft und das war die des SVS. Benedikt Buchinger wird im ersten Versuch noch geblockt, bekommt die Kugel aber wieder. Einmal hoch, zweimal hoch und dann rein ins Glück. Der verdiente Lohn für eine bockstarke erste Hälfte der Passauer. Mit diesem sehenswerten Treffer zum 2:0 ging es dann auch in die Pause. Und da muss es laut gewesen sein in der Wackerkabine, denn die Oberbayern kamen mit Dampf zurück aufs Spielfeld. Tobi Schröck setzt an zum Solo, ist durch, scheitert aus spitzem Winkel aber an Werner Resch. Die Fans des Drittliga-Absteigers spürten jetzt sowas wie Aufbruchsstimmung. Nach vorne aber waren die Angriffe der Demmelbauer-Truppe selten richtig zwingend. Hier der Kopfball wieder kein Problem für Resch. Weil Burghausen natürlich mehr und mehr aufmachte, ergaben sich jetzt Kontermöglichkeiten für Schalding-Heining. Eine davon hatte Fabian Wiesmeier. Der 19-Jährige ist auf links durch, zieht ab. Knapp vorbei am Kasten von Eibahn. In der Nachspielzeit dann kurz noch einmal Hoffnung für Burghausen. Der Freistoß von Burkhardt wird abgeblockt und kommt zu Harun Sulimani. Der überlegt nicht lange und lupft die Kugel zum Anschlusstreffer ins Netz. Es war aber nicht mehr als Ergebniskosmetik. Wir wissen, dass wir einen Neuanfang haben. Wir wissen, dass das eine Entwicklung ist, die Zeit braucht. Und wir geben uns die Zeit. Und die ersten zwei Spiele waren ja nicht schlecht. Burghausen muss also weiter auf den ersten Dreier warten. Den haben Mario Tanzer und seine Jungs mit dem Sieg eingefahren.